Zeit. Das war deutsch. Es gibt Momente im Leben eines jeden Moderators, wo man besonders dankbar ist, dass das Publikum, für das Publikum, das noch da ist. Das ist so ein Moment. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, trotz fortgeschrittener Stunde. Aber wir versprechen, dieses Podium wird so spannend sein, dass Sie hier übernachten möchten. Ohne Referenten. Ja. Wir haben uns gedacht, wir sollen ja nicht nur in diesen etwas wolkigen Sphären der Diskussionen bleiben, Liberalismus und Populismus oder wie vorher, wie verteidigen wir unsere Freiheit, ziemlich sozusagen so abstrakt. Wir wollen es herunterbrechen auf die institutionelle Ebene. Also mit diesem Podium gehen wir eigentlich dahin, was Andrew Moravcik vorher als das Langweiligste an dieser Europadebatte haben. Aber wir trotzen dieser Herausforderung und versuchen doch daraus zu filtern, wie können wir konkret unser europäisches Zuhause verändern? Wie müssen wir dieses Zuhause verändern? Und trotzdem so verändern, dass das anschlussfähig ist an Menschen, inklusive diejenigen, die hier sitzen. Der Ausgangspunkt unserer Diskussion sind die Vorschläge, die unser Kommissionspräsident vorgestellt hat in diesem berühmt-gerüchtigten weißen Buch der Europäischen Kommission. Ich mache jetzt keine Anfrage und frage nicht, wer hat dieses Buch noch nicht gelesen. Wir sind ja nicht in der Schule, aber gerade deswegen möchte ich ganz kurz diese 5 Szenarien ein bisschen umschreiben. Die sind ja relativ einfach. Also Szenario Nummer 1 heißt weiter so wie bisher. Ja? Also dieser neue Start für Europa, was 2014 eben von 27 Mitgliedstaaten mit der Erklärung von Bratislava beschlossen wurde. Also weiter vertiefen, alles ist gut. Szenario Nummer 2, Schwerpunkt Binnenmarkt. Da geht es darum, dass die 27 verbleibenden EU-Mitglieder sich auf die Vertiefung und Erhaltung des Binnenmarkts konzentrieren. Und das ist sozusagen der Kern, auch der institutionelle Kern der Europäischen Union der Zukunft. Im Szenario Nummer 3 setzt man ein bisschen auf Freiwilligkeit. So wie ich dieses Szenario verstehe, ist das eher sozusagen ein völkerrechtliches Optionalprogramm im Gegensatz zum europarechtlichen. Also es bleibt wie bisher, aber manchen Staaten ist gestattet, eben mit sich selbst und unter sich selbst auszumachen, so in eine Art Koalition der Willigen in bestimmten Bereichen ein bisschen mehr miteinander zu arbeiten, weil halt die anderen es nicht wollen, also nicht wollen mitmachen. Szenario 4, weniger, aber effizienter. Das ist sozusagen die EU von mehreren Geschwindigkeiten, so verstehe ich das. In ausgewählten Bereichen wird rascher mehr Ergebnisse erzielt und dort werden auch sozusagen die Hauptressourcen hinein investiert. Und Szenario Nummer 5 heißt viel mehr gemeinsames Handeln. Die Mitgliedstaaten beschließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen und Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Auf EU-Ebene werden rascher Entscheidungen getroffen, die zügig umgesetzt werden. Also eine Vertiefung und ein bisschen mehr Zentralisierung, eine Art Extremszenario. Das hat die Europäische Kommission uns sozusagen allen vorgestellt im Rahmen des Weißbuches. Und wir gucken drauf und stellen fest, eigentlich nichts Neues und eigentlich auch nichts entschieden. Das ist einfach so aufgetischt, die ganzen Optionen. Und jetzt frage ich unsere erste Podiumsteilnehmerin, das ist Shada Islam, links von mir. Sie ist Direktorin für Politikbereich von Friends of Europe und sitzt in Brüssel, also ist nicht weit weg von der Kommission, die dieses Weißbuch uns herbeigezaubert hat. Sie ist übrigens für den Bereich Europas Zukunft zuständig, aber auch für die Fragen der Integration und Minderheiten in Europa. Auch
außenpolitisch, sozusagen im entwicklungspolitisch ist sie ganz aktiv, und vorher war sie auch eine Europakorrespondentin für eine Zeitung, Far Eastern Economic Review, eine Zeitschrift. Und an sie geht auch die Frage, also dieses Weißbuch, ja, was da vorgestellt wurde, langweilig, nicht überraschend, was machen wir damit, was machen wir, wie machen wir das Beste daraus? Thank you very much. Ja, Sergej, guter Anfang. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Schön, dass noch ein paar da sind. Danke für Ihre Geduld. Ich hätte gewollt, dass es etwas ein mutigerer Wurf gewesen wäre. Ich hätte nicht vorstellen können, dass Putin oder Xi Jinping mit 5 Optionen kommen würde. Der würde einfach sagen, pass auf, das ist es, da geht's hin, das ist die Zukunft. Aber wir leben in einer Demokratie. Das ist aber nicht der Stall von Juncker und nicht der Europäischen Kommission. Wie Sie gesagt, wir sind nur ein Herzschlag weg von der Europäischen Kommission bei Friends of Europe. Und wir verfolgen die Dinge natürlich sehr nah. Und für mich war es nicht langweilig, sondern eine interessante. Ja, warte, ich stimme Andrew nicht zustimmen können, weil er gesagt hat, detailliert die EU zu folgen ist langweilig. Ich habe der Europa 30 Jahre verfolgt und Europa ist spannend und macht Spaß. Und ich wurde außerhalb Europas geboren. Ich bin sozusagen eine Europäerin, eine Verunfallte solche, aber ich kenne die Leistungen der Europas, der EU. Junkers Stil, er ist aus Luxemburg, er ist ein ruhiger Mann, er hat Probleme, wie Sie alle wissen, aber er hat 5 Wege aufgezeigt und eigentlich sind es nur 1,5 oder 3,5. Ernsterweise interessant ist ja im 21. Jahrhundert in Anbetracht der Herausforderung, hat er den Mut zu sagen, hör mal, wir müssen flexibel sein, agil, wir müssen schneller reagieren auf die Änderungen, die überall um uns herum passieren. Und wenn wir warten auf mit den Füßen schlurfen sozusagen, dann werden wir es nicht schaffen. Wir werden überholt von anderen Ländern und von den Ereignissen überrascht werden. Das heißt, okay, Europa, das macht Schengen und so weiter, wird erstmal erklärt. Aber wenn man nach Rom geht, zur 60. Feier, 60 Jahresfeier, und dann kommt eine Deklaration raus und sagen, das ist eine Option, das wird in der Deklaration drin sein, dann wird das viel bedeuten. Dann meine ich, dass es viel bedeutet. Es wird wirklich Europa retten, das Europa, das wir wollen, ein modernes Europa, das up-to-date ist und die Herausforderungen lösen kann, einschließlich Brexit. Was wird also in Rom passieren? Es wird eine neue EU geboren. Das wird passieren. Die EU der 27 wird in Rom geboren werden. Und damit müssen wir in der Zukunft umgehen können. Und das ist ein wichtiger Moment für uns. Redefinieren für uns selbst, was ist europäisch, was ist Europa? Und man soll nicht sozusagen überrascht werden von Ereignissen wie dem Populismus. Lassen wir das zu oder machen wir unsere eigene Agenda? Und ein Multigeschwindigkeits-Europa ist vielleicht eine gute Idee. Sergej, ganz kurz über Rom nochmal. Wir haben ja viel von Leadership gesprochen. Wir brauchen gute Führung, wir brauchen Visionäre, die sind unter uns. Jeder heute Morgen hat ja gesprochen über Mark Rutte in den Niederlanden. Ich war erstaunt, dass Jesse Glaber nicht erwähnt wurde. Es ist einfach erstaunlich, Fakt, dass jemand wie er, ein 30-Jähriger, ein Marokkaner, nicht der Abschaum, wie ihn Geert Wilders genannt hat, dass er ist jetzt bei der Greenings-Partei der Spitzenkandidat. Das müssen wir feiern. Solche. Ja, warum fokussieren wir, Lucille hat das heute Morgen gesagt, immer auf Marine Le Pen und diese ganzen anderen. Es gibt Leute, es gibt Alternativen.
Und das müssen wir uns anschauen. Ich habe ja schon gesagt, in meinen Augen auf Europa sind andere. Es ist ein blühendes Europa mit vielen Problemen. Hat China keine Probleme? Indien keine Probleme? Russland keine Probleme? Um mal die USA erst gar nicht zu erwähnen. Das heißt, die europäischen Führer sollten mit erhobenem Kopf nach oben gehen, die Leistungen anerkennen und auch bewusst sich sein, dass es enorme Herausforderungen gibt, die noch vor uns liegen. Flüchtlingskrise und Minoritätenfragen. Es gibt jede Menge ethnische, religiöse Minoritäten in Europa. Das ist das Volk davon Europa. Die müssen wir in die Diskussion haben. Unsere Städte sind so vibrant, so dynamik. Die müssen auch in die Diskussion rein. Die jungen Leute. Pulse Europe. Ja? Das ist diese Emotion, die er erwähnt hat. Das Weißbuch wird eine Diskussion auslösen und wird diese ganzen Deklarationen und Schlussfolgerungen. Aber es ist eine Agenda für die Zukunft und es ist an uns als europäische Bürgerinnen und Bürger, diese Agenda umzusetzen. Über die Straßen, über die Town Halls und mit den europäischen Parlamentswahlen. Dann werden wir den Moment sehen, wo die Leute, wie Alexander es gesagt hat, die Herausforderung annehmen müssen und sagen müssen, Europa ist wichtig. Vielen Dank, Sergei. Wow, das war sehr motivierend, dass wir trotzdem hier bleiben und nicht gleich auf die Straßen, also zumindest bis zum Ende des Podiums. Ich möchte gerne aber jetzt nochmal, also diesen Impetus, diese Emotionalität, diese leidenschaftliche, ein leidenschaftliches Bekenntnis zu Europa von mehreren Geschwindigkeiten jetzt mit der Realität des politischen parlamentarischen Alltags überprüfen. Ska Keller ist Vorsitzender der Grünen Gruppe, Grüne und EFA, Eva, und ist auch migrationspolitische und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion schon seit vielen Jahren. Also auch diese Themen kommen da natürlich wieder. Aber ich frage Sie jetzt mal sozusagen als grüne Politikerin, eine der jüngsten, der interessantesten Politikerin in der Fraktion schon seit Jahren. Ja, und übrigens auch, und das möchte ich nochmal erwähnen, dieses Podium besteht ausschließlich aus Leuten, die außerhalb der EU geboren sind. Jetzt, ich hoffe, ich habe dein Alter jetzt nicht falsch geschätzt. Aber alle, die hier sitzen, sind nicht in den Ländern, die EU-Mitglieder waren, geboren. Also ist nicht nur sagen, das Privileg von Schader. So ist die Sache auch mit Ska. Also Ska, jetzt gibt es diese 5 Optionen. Ja, jetzt sprichst du sozusagen, jetzt vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann wirst du für die Fraktion sprechen, welche diese Optionen für die grüne Vision von Europa stehen. Was ist jetzt dein Eindruck? Ist Europa von mehreren Geschwindigkeiten das Modell, was am besten dieses neue, dieses lebendige, dieses gleiche Europa widerspiegelt, ohne Länder, die vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen tiefer gehen und die anderen hinter sich lassen? Ist das Modell? Well, thanks, Sergei. I have no idea. Ich weiß ja gar nicht, welche Sprache ich jetzt hier verwenden soll. Sergei, danke. Welche der 5 Szenarien von Juncker wir präferieren, dann sagen wir immer, wir nehmen das 6. Denn wir sind mit diesem Szenariopapier ja gar nicht zufrieden. Es ist vielleicht kein Zeichen der Stärke, dass 5 Szenarien präsentiert werden, aber ich kann das kaufen. Ich sehe die Probleme, die es gibt. Wenn Juncker 1 präsentieren würde, wird jeder auf die Option hüpfen. Und also okay, 5 Optionen. Was mich irritiert ist, dass das alles institutionelle sind, rein institutionelle. Man sagt nicht, wir müssen die Politiken ändern, damit die näher an den Bürgern ist, die EU die Richtung ändern und so. Er redet nur von den Instrumenten. Aber zuerst müssen wir doch wissen, wohin wir wollen. Und dann müssen wir uns fragen, wie wir dahin wollen.
aber er sagt hier nur, wir haben hier diese verschiedenen Instrumente und wollen Sie das Auto, das Fahrrad, das Flugzeug oder was auch immer nehmen oder den Zug, aber wir wissen ja gar nicht, ob wir nach München oder nach Hamburg fahren wollen. Und dann kommt er mit diesen Institutionen und die einzigen Politikoptionen, die er sind, Szenario 5, mehr Europa, und viele werden sagen, ja, das klingt gut, aber mehr Euro bedeutet mehr Freihandelsvereinbarungen und Handelsabkommen, und dann wird man wieder sagen, oh, vielleicht doch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, wohin geht's. Und dann dieses mehr, das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, habe ich ein Problem. Wir hatten das ja immer schon. Wir haben die Schengen-Länder, wir haben die Eurozonenländer, wir haben die erweiterte Kooperation. Das heißt, es gibt institutionelle Möglichkeiten für Mitgliedstaaten, zusammen schneller voranzuschreiten. Zum Beispiel bei binationalen Ehen von homosexuellen Paaren. Andere sagen, nee, das wollen wir nicht. Einige Mitgliedstaaten sagen, das wollen wir nicht. Aber andere sagen, ja, wollen wir. So, dann haben wir ein Problem. Die Leute heiraten, dann haben sie Kinder, entscheiden sie sich. Also gibt es also Probleme. Es ist also möglich schon innerhalb des Rahmens. Zwar immer innerhalb der Legislative, Parlament ist involviert und immer gewesen. Und wenn da mehr Länder dabei sind, dass die Leute sich lieben, egal jetzt welchen Geschlechts, dann können sie da sozusagen dem Verfahren beitreten. Aber wenn Merkel und andere sprechen über ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeit reden, dann sprechen sie über was anderes, nämlich Nordeuropa, Nordeurozone, Osteuropa beiseite schieben. Und das ist natürlich bedenklich. Manchmal ist es sinnvoll, dass einige Mitgliedstaaten die Führung übernehmen. Bei den Flüchtlingen zum Beispiel. Man könnte sagen, okay, hör mal, wir machen hier für die Geflüchteten einen Deal und wir werden mehr unterbringen als die anderen. Aber das passiert kurioserweise nicht. Passiert nie. In diesen guten Orten. Und das, also ich bin eher der Meinung, dass wenn man darüber spricht, dann meint man, dass bestimmte Mitgliedstaaten zurückgelassen werden. Ich will die EU nicht aufsplitten. Ich will die Peripherie nicht zurücklassen. Und ich bin nicht für exklusive Clubs für starke Länder, was auch immer das heißen mag. Ich möchte gerne hier nochmal nachhaken. Aber beißt sich da die Katze nicht den Schwanz? Nämlich, wenn du, deine Kolleginnen voran, erstmal politischen Wandel. Erstmal müssen wir uns einigen sozusagen darauf, wofür wir stehen inhaltlich. Und danach können wir die Institutionen anpassen. Aber das ist doch das Problem, dass die Einigung mit diesen Institutionen nicht möglich ist. Und zum Beispiel durch so eine Öffnung gegenüber Koalitionen der Willigen, gegenüber, ne? Also klar, es wird zwar einen Flickenteppich inhaltlich und politisch geben, aber zumindest gibt es eine Möglichkeit dann für die like-minded Mitgliedstaaten, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Well, I think that, of course. Natürlich ist es im Moment ausgesprochen schwer, Entscheidungen zu treffen. Wegen den Mitgliedstaaten und den Rat braucht man gar nicht notwendigerweise. Es gibt die Kommission, die Vorschläge macht, und das Parlament und der Ministerrat. Warum muss denn alles in den Europäischen Rat? Warum muss denn alles auf Regierungsebene gelöst werden? Es sind ja nicht nur die Regierungen, die Entscheidungen treffen. Zum Beispiel der neue Türkei-Deal ist zwischen den Mitgliedstaaten und der Türkei gemacht, wobei es ist natürlich gar kein Deal. Aber gut, die bestehenden Institutionen sind das Problem und natürlich wollen wir die ändern. Wir wollen das auf jeden Fall. Aber man muss ja auch wissen, in welche Richtung man will. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen, dass die EU die Globalisierung steuert, das ist ein Riesenthema, da müssen wir was dran machen. Das heißt aber noch nicht, dass alle sich einig sind
in Bezug auf die Frage, was heißt das denn? Wir wollen ja nicht monolithisch sein oder werden. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, aber ich würde es nicht wollen jedenfalls. Es ist also wichtig, dass wir sehen, in welchen Bereichen können wir etwas erreichen. Wo können wir schaffen, dass die EU ihren Bürgern und Bürgerinnen näher ist? Was erwarten denn die Leute? Wir können ja hingehen und darüber reden. Wollen wir 2, 3, 4 Geschwindigkeiten? Was bedeutet das? Mehr Effizienz können wir auch diskutieren. In der Regel bedeutet das ja zum Beispiel weniger Umweltgesetze. Ist das effizienter? Da bin ich mir nicht sicher. Also erst entscheiden, wohin man will und dann die Instrumente nutzen. Auch in dem Szenario mehr Europa ist das wichtig. Wie reformiert man die Regierungen der Eurozone zum Beispiel? Da muss man fragen, was bedeutet das? Gemeinsame Währung. Gemeinsamer Wirtschaftsraum, gemeinsame Verteidigung. Ich glaube nicht, dass wir vorankommen, wenn wir sagen, erst die Tools, dann die Richtung. Liska ist unser vierter nicht-EU-geborener Teilnehmer hier auf dem Podium. Andrzej kommt aus der Tschechischen Republik und hat da schon mit im zarten Alter von 17 Jahren eine NGO gegründet. Und in auch einem relativ zarten Alter für einen Minister ist er Minister für Bildung und Jugend geworden und war das ab 2007 in Tschechien, war Mitglied des Parlaments und zurzeit ist er Direktor für Ashoka Austria, also für Österreich in Wien. Stimmt fast, ich lese nur das, was er... Ja. Okay. Mittel- und Osteuropa. Ja, super. Also Länderdirektor sozusagen für viele Länder, nicht Land. Wir haben jetzt gehört, sozusagen verschiedene Aufnahmen von diesen Vorschlägen von Juncker. Einmal sozusagen eine begeisterte Wahl eines dieses Modells, Kritik bezüglich der Politiklehre, ja, dieser Modelle, dass wir nicht wissen, was für Inhalte dastehen. Wie schaffen wir diese Modelle, egal welche, und irgendein Modell wird es sein, an die Bürger zu binden? Also das, was wir besprochen haben, vielleicht in den Podien vorher, wie schaffen wir das, dass das nicht einfach ein leeres Bürokratietalk ist, sondern dass die Leute das auch verstehen, akzeptieren, dass es anschlussfähig ist bei Menschen? Good evening. Thank you very much for the invitation. Guten Abend und danke für die Einladung. Ich freue mich wiederum hier zu sein. Ich teile nicht, was Ska hier ausgeführt hat, und ich komme noch einmal zurück auf das Europa mit mehreren Geschwindigkeiten, das Multispeed Europe, weil ich glaube, dass ich da auch meine Meinung dazu sagen müsste, bevor ich die Frage beantworte. Ich denke nämlich Folgendes: Wenn wir das erste Szenario wählen, dann lassen wir Leute außen vor. Offen lassen wir sie außen vor, nämlich die, die nicht zu den Besten gehören, die nicht in diesem 5-Sterne-Club sind, junge Menschen in der Gesellschaft, die dann den lokalen politischen Eliten überlassen werden, die den nationalistischen Diskurs aktuell in Mittel- und Osteuropa wiederbeleben. Und zweitens, werfen wir damit auch die transformative Kraft der europäischen Integration über Bord. Ich weiß nicht, wie viele Schritte vorwärts wir gehen müssen, aber wie sieht es aus mit der Europäisierung der Politik durch den Beitritt? Ich denke, das hat doch die Gesellschaften ganz klar nach vorne gebracht. Und wenn wir das jetzt nicht mehr tun, wenn wir das jetzt einfach über Bord werfen und sagen, bleibt, wo ihr seid, und nur ein paar wenige dürfen in diesen besonderen Club rein, dann
geben wir auch diese transformative Kraft der europäischen Integration auf. Und drittens, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft, jeder Staat lebt auf der Grundlage einer Idee. Jeder Staat, jede Gesellschaft basiert auf einer Idee. Irgendwann war es, wir sind alle Deutsche oder wir sind das Volk, dann war es die Verfassung oder wir sind die Tschechoslowakei. Und dann hatte man die Idee, dass es zwei Nationen gibt oder drei sogar. Die Idee der tschechoslowakischen Nation entstand eigentlich übrigens, um mehr zu sein als die Deutschen. Man war dann mehr Tschechoslowaken als Deutsche. Unabhängig davon, dass es unterschiedliche Einheiten waren, war es so, dass wir sagten, wir sind Tschechoslowaken. Dann waren wir Tschechen, dann waren wir Slowaken. Oder die Idee von Rechten, Privilegien, Werten. Jahrzehnte hat Europa auf der Grundlage dieser Ideen gelebt, ist aber jetzt zunehmend technokratisch geworden. Aber die Leute fordert man auf, nach wie vor an diese Ideen zu glauben, loyal zu bleiben, ihnen treu zu sein, obgleich ein Großteil der Gesellschaft nicht transparent ist. Die Leute arbeiten mehr, nicht weniger. Die Entscheidungsfindungsprozesse sind nicht klar. Für viele Menschen, vor allen Dingen in den Beitrittsstaaten des Jahres 2004, ist der öffentliche Diskurs über Europa etwas, was der ganzen Realität enorm hinterherhinkt. Wenn man die Leute fragt, versteht ihr europäische Politik, dann ist Europa für sie auf jeden Fall nicht eine Dimension oder ein Handlungsraum. Was ist es dann? Naja, ich springe hier mal nach vorne. Wir müssen wirklich uns Gedanken machen über den Bereich der Civic Education. Bürgerkunde, wenn man so will. In den meisten europäischen Staaten gibt es nicht wirklich ein adäquates Curriculum, das die Frage der Bürgerschaft, der demokratischen Bürgerschaft integriert. In Deutschland seid ihr privilegiert, weil ihr habt hier die Zentrale für politische Bildung. Aber bei uns gibt es das nicht. Das gibt es nicht in Ungarn, nicht in der Tschechischen Republik. Das Problem ist, wenn man das nicht hat, dann gibt es einfach ein anderes Narrativ, das an die Stelle tritt. Es ist ein nationalistisches Narrativ, ganz oft. Wir müssen also uns neu befassen mit der Bildung. Wir müssen Bildung denken mit den Begriffen einer aktiven Bürgerlichkeit oder Bürgerschaft. Und wir müssen sehen, dass es nicht nur um die politische Ebene geht, aber natürlich ist die europäische politische Ebene ein potenzieller Raum des zivilen Handelns. Und das ist ein anderer Grund, warum wir Szenarien wie zum Beispiel Multispeed nicht akzeptieren sollten. Wir sollten an die Wurzeln gehen und sollen hier keine technokratischen Lösungen akzeptieren. Denn die meisten Szenarien, die Juncker geschildert hat, sind Szenarien, die sich nicht wirklich mit den realen Problemen auseinandersetzen, die nicht wirklich die Frage thematisieren, warum die europäische Passion, die europäische Idee für große Teile der Bevölkerung keine Anziehungskraft mehr hat. Und dann nochmal ein Beispiel aus dem Bereich der Bildung, um einen anderen Aspekt zu beleuchten. Nehmen wir jetzt mal die Tschechische Republik. Dort gibt es ein Bildungssystem. Und die Frage ist natürlich, warum können wir diese großen Errungenschaften nicht dort übernehmen, wie wir sie beispielsweise in Finnland sehen. Aber logischerweise kann man nicht mit Copy und Paste arbeiten, wenn es um Bildungssysteme geht. Das, was in Finnland funktioniert, funktioniert in der Tschechischen Republik nicht. Das heißt, wir haben 27 europäische Haltungen oder Ansätze oder Modelle für die Lösung von Problemen. Und wir können natürlich anerkennen, dass es den Euro gibt und die deutschlandgetriebene oder geführte
Wirtschaftspolitik und die Austerität, aber das Ganze lässt außen vor die Vielfalt der ökonomischen Errungenschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und wir sollten die politische Kultur in den einzelnen Ländern sehen. Wir haben ganz unterschiedliche politische Diskurse. In Ungarn redet man über die EU ganz anders als in anderen Staaten. Das heißt, im Bereich der Bildung und in anderen Bereichen ist es einfach so, dass wir keinen Acquis haben. Da gibt es keine gemeinsame Grundlage. Es ist ja kein Wunder, dass Erasmus immer und immer wieder gezeigt wird als das erfolgreichste Programm der EU. Und Initiativen wie das, was wir heute hier gesehen haben, The Voice of Europe, das ist doch was, was wiederum Leidenschaft schüren kann, was tatsächlich die Leute begeistern kann. Gleichzeitig müssen wir auch die schweren Zeiten, in denen wir heute sind, überwinden und Nachhaltigkeit erzielen. Es sollte nicht das Privileg der Menschen der entwickelten Demokratien in Europa sein, die ja jetzt schon bereits einen bestimmten Status erreicht haben, sondern wir brauchen auch einen Standard und wir brauchen die transformative Erfahrung für jedes Kind. Jedes Kind muss bereits sehr früh lernen, dass es als Bürger, Bürgerin sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene agieren kann. Und dafür braucht es auch die entsprechenden Tools. Mit politischer Bildung oder überhaupt mit Bildung, das ist ein langfristiges Projekt. Und auch wenn man absolut unterschreiben würde, sozusagen politische Bildung oder Bildung in Schulen, Europabildung in Schulen, in Curricula, absolut. Aber das ist sozusagen ein Projekt, was erst in 10, 15 Jahren vielleicht Ergebnisse bringen wird. Die Krisen, die wir haben, sind aber jetzt. Und diese Krisen sind zum Teil auch dadurch bedingt, dass wir ein in bestimmten Bereichen Einstimmigkeitsproblem haben. Ja, dass einfach die Länder, die Staaten sich gegenseitig blockieren. Und gleichzeitig bist du gegen Europa von mehreren Geschwindigkeiten. Wie kommst du aus diesem Dilemma raus? Schwierig, ja. Weil wir sind am Ende des Tages sind wir ein Panel von uns, werden die Lösungen erwartet. Ja. Ich befürchte, wir haben sie auch nicht. Ja. Und dafür aber glaube ich, es gibt doch eine Art von Antwort, und zwar nicht zu akzeptieren, wie die Debatte auf der Ebene überhaupt geführt wird oder gewollt wird. Ja. Und Gott sei Dank sind die Grünen im Europaparlament und hoffentlich auch andere Aufgeklärte, die mitmachen. Leider zum Beispiel heute der Außenminister Tschechiens hat sich gerade sehr stark geäußert gegen Free Movement of People. Jetzt eine Revolution in der für mindestens 20 Jahre, 25 Jahre Politik Tschechiens vor dem Beitritt und nach dem Beitritt. Und da geht es wieder zu. Ja? Ungarn, Polen, Tschechien, die Zeiten werden ein bisschen dunkler, würde ich sagen, für Europa. Was können wir tun? Ja? Was ganz Konkretes? Meiner Meinung nach es muss auch verständlich sein, dass ein großer Teil von Europa und Leute, die sich ihre europäischen Identität bewusst sind in Ländern, wo gerade diese dunkleren Zeiten ankommen, dass wir mit euch oder mit dem Westeuropa und denen, die für eine mehr Multiple Speed Europe sich aussprechen werden, dass wir sagen, bitte nicht, ja, weil wie können wir zusammen das weiterbringen? Was werden dann die Ebenen oder Instrumente, wo diese sehr fragile Allianz unter proeuropäisch denkenden Leuten in Europa über die Grenzen hinaus, wie sie behalten wird oder wie sie gepflegt wird, wie sie sich weiterentwickelt. Und ich befürchte, das wird nicht stattfinden, weil wir werden dann in eine zweite Klasse, dritte Klasse in einem anderen Wagen fahren. Und ganz praktisch, ich würde sagen, wir müssen einfach viel offensiver angehen. Ich glaube, dass der niederländische Erfolg und
andere Beispiele in Europa zeigen, dass wir wahrscheinlich noch nicht den richtigen Ton getroffen haben, eine positive und greifbare Vision von Europa zu zeigen. Manchmal ist es auch eine Koinzidenz von Zeit und Kontext. Ja, die Grünen probieren mit dem Green New Deal seit mindestens 10 Jahren, wenn ich mich erinnern kann, gerade das durchzuboxen, aber man hört nicht. Ich finde, man irgendwann mal kommt es nicht ganz richtig an, obwohl natürlich die Debatte dank den Grünen viel weiter ist. Ich würde sagen, lass uns gut untersuchen, was in den Ländern wie Niederlanden und anderen eigentlich stattfindet, wo genau die Connection entsteht, dass die Leute trotzdem positiv reagieren. Und ich glaube, das ist, wenn leidenschaftliche Leute, die aber Europa verstehen, es näher bringen, dann funktioniert es. Leider mangelt es an. Ja. Schade. Ich glaube, Ihre tolle, schöne, mit Leidenschaft vertretene Vision wurde gerade jetzt zerrissen von den anderen hier im Podium. Was sagen Sie denn dazu? Zerrissen nicht? Nein, eigentlich gestärkt. Ich glaube, wir ändern nur die Positionierung des Tores. Aber wir ändern nicht das letztendliche Ziel, Frieden und Wohlstand. Darum geht es. Was wir ändern, ist die Geschwindigkeit, mit der wir das erreichen und erreichen wollen. Was ich gut finde am Weißbuch ist, dass es doch Diskussionen auslöst. Es wird diskutiert. Neue Ideen werden geäußert. Die Leute reden über Europa. Und ich glaube, das ist tatsächlich auf das Weißbuch zurückzuführen. Es inspiriert die Debatte. Es ist sicherlich nicht das beste Ergebnis, aber das Ziel, eine Diskussion erst einmal anzuregen, ist doch bereits erreicht worden. Und was Sie hier sagen, was André sagt, was Ska sagt, das ist doch sehr richtig. Es gibt Aspekte, die in Europa fehlen, und zu diesen Aspekten gehört genau diese Debatte. Ich glaube, der Brexit hat eine der größten Debatten in Europa ausgelöst über die relevanten Fragen, was ist Europa und was bedeutet es, Europäer, Europäerin zu sein? Und natürlich kann man hingehen und charismatische Positionen in den Raum stellen, aber sind wir dafür bereit? Ich glaube nicht. Wir brauchen Diskussionen. Ich meine, das ist doch, worum es geht bei Demokratie. Es ist doch das Wesen der Konsultationen. Ich möchte hier gar keine Bresche schlagen für Juncker, keineswegs. Aber die Tatsache, dass wir über das Weißbuch und über diese Fragen reden, ist doch wichtig. Und diese Diskussion wird 2 Jahre weitergeführt werden. Und wir werden Wahlen haben in Frankreich, in Deutschland, in anderen Ländern. Und das wird ein wichtiges Element der Diskussion sein. Und das ist nützlich. Was jetzt das EP angeht, auch da stehen ja Wahlen an. Und da werden Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das wird das Parlament auch machen. Das heißt, wir sehen hier durchaus unsere Verantwortung als Bürger und Bürgerinnen. Wir können nicht einfach darauf warten, dass die Kommission hingeht und sagt, okay, das ist das, was ihr tun müsst. Ihr habt eine Botschaft, setzt es um. Nein, wir müssen für Europa arbeiten. Das ist unser Europa. Das haben wir doch hier auch mehrfach gehört. Die Menschen dort draußen in der Kälte, im Regen. Ich war gestern da bei dieser Versammlung hier in Berlin. Das ist bewegend und das ist das, worum es bei Europa geht. Und die Diskussion muss jetzt geführt werden. Klar, wir haben es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Aber diejenigen, die dabei sein wollen, sollen eine Möglichkeit haben dazu. Und die Zivilgesellschaft in den einzelnen Ländern muss dann die Regierung schubsen, in die richtige Richtung schubsen, in Richtung Europa bringen. Für eine lange Zeit hatten wir eine durchaus deutliche Stagnation in der Diskussion. Wir waren vielleicht selbstzufrieden, wir haben einfach nicht weitergesprochen. Juncker nannte das eine kollektive Depression. Tusk sagt, es ist so traurig, Europa ist traurig, Europa ist deprimiert und so weiter und so fort. Es ist eine existenzielle Krise. Aber Leute, ich meine, lebt mal in Indien und schaut mal dann, was eine existenzielle Krise oder eine Existenzkrise wirklich ist. Man muss ja doch auch mal die Maßstäbe sehen, ne? Tut mir leid, ich werde hier leidenschaftlich, aber was ich gesagt habe, ist das wirklich etwas ganz Wichtiges und ich glaube, wir haben hier eine Menge Energie, um eine lebendige Diskussion zu führen und Europa zu dem zu machen, was es sein soll, etwas zu schaffen, was eben nicht nur den Motor nach vorne schubst, sondern eben das Ganze, die ganze Konstruktion, das Ganze kann ja auch nicht nur ausgelöst werden von der Europäischen Union.
Kommission. The engine. And I don't. Ja, ich will jetzt dieses Feuerwerk da nicht löschen, aber eine technische Frage. Ja, du, wenn wir sagen, dass diese, weil es gibt ja praktisch hier, wenn wir diese fünf Szenarien ernsthaft durchgehen, es gibt nur ein Szenario weiter so oder es gibt ein Szenario der Ausdifferenzierung, egal wie, ne? Aber dass die Länder ein Opt-in, Opt-out Möglichkeit bekommen. Warum ist das nötig? Das ist doch nötig, weil in vielen Ländern sozusagen die Ergebnisse der nationalen demokratischen, wenn sie demokratisch sind, aber wir nehmen an, dass die meisten doch grundsätzlich demokratisch sind, dass die Ergebnisse der nationalen demokratischen Willensbildung nicht immer sozusagen einheitlich sind. Wenn wir weiter die Zentralisierung vorantreiben, mit dem Impetus, dass das sozusagen das Demokratische ist an Europa, ja, dann kommen wir doch in eine, unentwegt, wir kommen in eine Spannung zu der Demokratie, wie Demokratie national staatlich verstanden wird. Wie kommen wir aus dieser Nummer raus, wenn wir sagen, nein, wir bleiben dabei und es wird nicht ausdifferenziert? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich der Frage bis zum Schluss folgen kann. Wir haben ja jetzt schon in einigen Bereichen nicht das Einstimmigkeitsprinzip, zum Beispiel in der Frage der Migration, kann man mit Mehrheit entscheiden. Kaum passiert das mal, ist auf einmal Riesenchaos. Also deswegen, es ist gar nicht, also in der Frage hat es nicht geholfen, dass wir keine Einstimmigkeit brauchen. Bei der Frage der Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen, da hat eine Minderheit gesagt, nee, wollen wir nicht, die Mehrheit gesagt, machen wir doch. Und ja, und eigentlich ist es ein Mehrheitsbeschluss, also alle müssen sich dran halten, passiert aber nicht. Deswegen weiß ich nicht, wenn man halt nur in institutionellen Schrauben dreht, da kommen wir, glaube ich, nicht viel weiter. Und ich halte die Gefahr der Abspaltung, ne, von so Kerneuropa und dann Peripherie-Europa für viel realer. Also ich glaube auch nicht, ich würde auch überhaupt nicht in kollektive Depression verfallen wollen. Um Gottes Willen, diese Europäische Union hat unglaublich viel erreicht. Ja. Es ist wunderbar, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Ich gucke eher so auf diese Szenarien und denke mir, na gut, das ist, ja gut, es hat eine Debatte angefangen, aber es hat doch vor allem eine Debatte angefangen über diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Über was anderes wird doch gar nicht mehr debattiert. Das ist das Ding, was im Fokus steht. Und da geht es mir ein bisschen so wie mit diesen privilegierten Partnerschaften und so. Man weiß nie, was genau dahinter steckt. Und man hat aber die Ahnung, es kann nichts Gutes sein. Weil auch von den Leuten, von denen es vorgetragen worden ist. Ich halte, also deswegen stimmt mich das überhaupt nicht zukunftsfroh, wenn ich das höre. Es wird nicht gesagt, in welcher Gegend soll das denn sein, worum soll es denn gehen und warum geht das nicht mit der verstärkten Zusammenarbeit jetzt gerade schon? Es gibt's doch, ist doch da, warum geht das nicht damit? Was wollt ihr denn eigentlich da hinter euch lassen? Wen wollt ihr da eigentlich hinter euch lassen? Und gerade wenn wir zum Beispiel jetzt bei der Flüchtlingsfrage bleiben, dann ist es ja nicht so, dass wir da ein paar Länder haben, die das leuchtende Beispiel sind, ne, die halt so mit so ein bisschen Halo vorausgehen und der Rest sitzt in der dunklen Kammer. Nein, die Bundesregierung hat sich über Jahre hinweg gesperrt, mehr für die Solidarität zu tun. Deswegen sitzen wir jetzt auch immer noch in der Bredouille. Hat auch gegenüber Polen, Nord Stream zum Beispiel, nicht unbedingt Solidarität bewiesen. Also da gibt es ja auch Gründe, warum Sachen so gelaufen sind. Und wenn man dann noch sagt, na gut, die kommen halt nicht mit, das ist uns egal, dann lassen wir die halt da in der stillen Ecke hocken, dann glaube ich nicht, dass wir gemeinsam vorankommen. Deswegen wäre meine Idee von einem gemeinsamen Europa eher, dass wir wirklich, dass wir den Fokus legen auf das Zusammen, ne, vereint in Vielfalt, und die Instrumente auch nutzen, die wir für haben, für eine verstärkte Zusammenarbeit, aber nicht, dass die neue Überschrift für das zukünftige Europa ist jetzt, alle machen unterschiedliche Dinge. Das ist meine ganz große Gefahr. Nicht, dass es nicht, dass es im Einzelnen nicht durchaus Sinn machen kann, aber dass die Überschrift für die nächsten 60 Jahre heißt, alle machen ihr eigenes Ding. Darauf hätte ich nicht so Lust. Ich möchte gerne diese Frage weiterspinnen. Also SK hat ja darauf reagiert. Es gibt ja zwei Probleme. Es gibt ein Effektivitätsproblem, Mangel, und es gibt einen Legitimitätsmangel, was ja versucht wird, hier
Also zur Effektivität hat Skar das gesagt, aber zur Legitimität. Wenn wir tatsächlich deinen Ansatz nehmen und versuchen, sozusagen mit politischer Bildung diesen Menschen zu erklären, was sozusagen europäisch ist, wie europäische Institutionen funktionieren, mit dieser Aufklärungsoffensive, das wird noch ein bisschen dauern. Aber bis dahin nehmen wir uns das Recht, sozusagen über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden, was für sie besser ist. Darauf läuft es doch hinaus. Ist das nicht genau das, wovon sozusagen die Populisten, wovor die Populisten ständig warnen, dass hier die europäischen Eliten sind, ja, oder die Prager Eliten sind, oder die Eliten aus den Städten sind, ja, und entscheiden über die Köpfe der eigenen Bevölkerung, die eigentlich was anders wollen. Sie wollen vielleicht nicht mehr Europa. I think you're asking the exactly the right. Ja, das sind die richtigen Fragen. I think we can leave it like this. Und damit könnt ihr es belassen. Nein, es ist, das stimmt. Diese zivile Erziehung sozusagen oder bürgerliche Agentur oder demokratisches Bürgertum oder was auch immer. Wir sollen darauf uns jetzt konzentrieren. Warum? Weil es erst später Früchte trägt. Und das könnte in der Zukunft noch viel schlimmer werden. Und die zweite Frage, die ich habe, wenn Sie mich das fragen, würden Sie den Entscheidungsfindungsprozess in der Europäischen Union radikal demokratisieren, wenn Sie wüssten, dass eines dieser Szenarien, die dann aus Junckers Papier sich ergeben würde, wäre ein Auseinanderfallen der EU. Wenn man das dann fragt und die Leute Ja sagen, dann machen wir es mit Vollgas. Oder wenn die Leute sagen, nein, besser nicht, weil was wir jetzt haben, ist doch schon, lassen wir das schützen, was wir haben, dann machen wir Durchwürsteln. Oder was die EU eigentlich quasi seit Jahrzehnten gemacht hat, machen wir jetzt einfach weiter. Und wenn die Leute sagen, ja, wir brauchen Demokratie, wir brauchen Teilhabe als Prinzip, bedeutet viel mehr als EU, auch wenn die EU schon viel erreicht hat, dann ja, dann sollten wir radikale Lösungen fördern, vor Ort, lokal umsetzen. Wenn man die Gesellschaften in der EU vergleicht, nicht jetzt nach Bruttoinlandsprodukt oder was auch immer, sondern nach Vertrauen in die Gesellschaft, dann kriegt man eine interessante Landkarte Europas. Denn die Menge an Vertrauen in einer Gesellschaft, in Dänemark, in Finnland, in Deutschland, dieses Vertrauenslevel ist viel höher als in den sogenannten neuen Mitgliedstaaten. Warum? Also sollten wir vielleicht doch Vertrauen als politisches Problem ansprechen. Und wie kriegen wir das Vertrauen her? Legitimation des Staats ist nicht mehr da und so weiter. Aber es gibt Riesenunterschiede in Europa. Ich bin ja schon 3 Jahre nicht mehr aktiver Politiker, aber was ich denke ist, was soziale Unternehmer, soziale Innovatoren, was die Zivilgesellschaft, was Initiativen in den politischen Raum bringen und was fehlt, ist Vertrauen. Die mögen vielleicht ganz unterschiedliche Sachen machen. Teilhabe von Behinderten, Transparenzinitiativen, was auch immer. Aber am Ende dieses Horizonts einer solchen Initiative geht es immer um Aufbau von Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger innerhalb einer Gesellschaft. Ich habe kein Rezept, aber ohne Vertrauen ist schwierig. Nur Gesellschaften in der man ein höheres Vertrauen feststellt gegenüber dem Mitbürger, sind in der Lage, komplexe politische Strukturen aufzubauen. Vertrauensmangel
schließt dann also solchen Entwicklungen aus. Also ich würde sagen, schauen wir unsere politischen Initiativen mal aus dieser Perspektive auch an. Unser Versprechen, lösen wir unser Versprechen ein und öffnen die Diskussion. Fragen sind willkommen aus dem Publikum. Und fragen Sie bitte nicht, warum wir keine Populisten auf dem Podium haben. Ich habe die Rolle gerne gespielt. Jetzt haben wir eine Frage da in der ersten Reihe. I have Cinzia Cedi from SEPS. I have two questions which are very. Zwei Fragen, die miteinander zu tun haben. Erstmal zur Bildung. Bildung ist eine nationale Kompetenz. Das heißt, wenn wir nicht das, was wir haben, also Verantwortung nationaler Regierung oder der EU und dann Vertrauen, das ist ganz entscheidend. Das Problem, das Sie da erwähnt haben, hat auch wieder mit den Mitgliedstaaten zu tun. Denn hier dieser Vertrauensmangel bezieht sich auf die neuen Institutionen, aber auch in den Ländern gegenüber den lokalen Regierungen, den nationalen Regierungen. Das heißt, wo sind die Verantwortung und was können wir machen? André, möchtest du darauf antworten? Ja, Bildung ist nationale Verantwortung, richtig, aber warum habe ich es erwähnt? Es ist ein Aufruf, Forderung nach Maßnahmen, nach Aktionen. Denn diese die Diskussion über Bildung, die ist jetzt ganz wichtig. Warum sitzen die Kinder immer noch in Schulen, die genauso aussehen wie vor 200 Jahren? Warum können wir nicht die Politik weiterentwickeln? Und EU und global, wenn wir immer noch so erziehen wie vor 200 Jahren, Inhalt ändert, aber die Beziehung innerhalb einer Schulinstitution verändert sich nicht. Zum Beispiel, zweite Frage oder zweite Sache. Es ist doch im Interesse aller politischen demokratischen Parteien, bürgerliche Erziehung zu fördern. Ich weiß, in Rumänien, Ungarn, Polen, der Tschechei, die haben gar kein Interesse, diese Regierung, weil die glauben, die brauchen das gar nicht. Aber wenn wir uns anschauen, wie der politische Diskurs sich geändert hat, die Szene sich geändert hat, in den letzten 5 Jahren in der Tschechischen Republik von einem traditionellen Landschaft von Parteien mit Vorkriegsgeschichte und dann haben wir Oligarchen à la Ukraine oder à la Russland. Die Eigentümer sind hier der meisten der beeinflussten Medien, der jemand, der sich selbst kontrolliert als Finanzminister. Also das sind radikale Verwandlungen in diesen Ländern innerhalb von nur 5 Jahren. Das heißt, selbst die traditionellen politischen Parteien auf der rechten und auf der linken, die fragen sich, was wollen wir machen? Wir sterben vielleicht aus, wir sind vielleicht in 5 Jahren nicht mehr da. Das heißt, da gibt es jetzt Raum für Aktion, da ist jetzt ein Fenster sozusagen der Möglichkeiten hier, das sich öffnet. Ich gebe mal als Antwort ein Beispiel. Die Geschichte der Geflüchteten in der Tschechei ist riesig. Da sind fast keine Geflüchtete. Die Hysterie ist riesig. Viel größer als zum Beispiel in Deutschland. Als Argument der Leute, die gegen Geflüchtete waren und gegen Migranten waren, die haben immer den Gutmenschen wie ich gesagt, ist okay, nimm aber einen mit zu dir nach Hause, bedeutend, dass man das niemals machen würde. Und als die Medien dann berichteten in Deutschland über Leute, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben, dann haben die sich gedacht, diese Tschechen, hä? Die machen das ja wirklich. Und da kann man auch mit sozusagen Vertrauen stiften. Und mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist, damit will ich sagen, kleine Dinge können viel bewirken. Ne?
Natürlich ist Bildung eine nationale Kompetenz und in Deutschland ist das noch nicht mal nationale, sondern föderale Kompetenz. Wir können jetzt nicht sagen, gut, das ist nationale Kompetenz, deswegen lassen wir es im Schrank. Wir haben überall dieses Problem mit Populismus, recht gerichteten, für was macht man dagegen, indem man viel auch Anstrengung unternimmt im Bildungssystem. Es ist nicht akzeptabel, dass die EU in den Schulen gar nicht existiert. Ich habe gelernt in meiner Schulzeit, wie die USA den Präsident bestimmt und so weiter und Kongress und Senat, und war alles kompliziert. Aber ich habe in meiner Schulzeit nichts gelernt darüber, wie die EU-Parlamentswahlen sind, nichts über europäische Geschichte. Ich mag abgesehen von den alten Griechen und so weiter, was ja eigentlich keine europäische Geschichte ist. So, und das ist etwas, wo die alten Mitgliedstaaten ein Interesse haben, das im Curriculum aufzunehmen und zu sagen, lass mal den Leuten wenigstens in der Schule beibringen, wie sie auf der europäischen Ebene wofür wählen und was sie dann da wählen, Europäischer Rat und so weiter. Und Vertrauen kann man auch aufbauen dadurch, dass man Leute hat, die ein Sagen haben. Ja, europäische Institutionen ist schon mal gut, aber es ist nicht alles. Und Stimmen für Leute, die wirklich im Parlament aktiv sind, damit kann man auch Vertrauen aufbauen. Ja, natürlich müssen die Mitgliedstaaten nicht mit allem zu tun haben und dass die EU nicht mit allem zu tun hat. Man kann viel auf der lokalen, regionalen Ebene natürlich dann auch machen. Also, die Fragen zu Bildung stimme ich zu. Unser Bildungssystem, meine Kinder sind in die Schule gegangen in Brüssel und da gibt es überhaupt keine Bezugnahme auf die EU, auf Europa, auf europäische Geschichte. Aber da werden auch Minoritäten nicht erwähnt oder über den Islam und wie der Islam in Europa geblüht hat. Keine, über Frauen auch nicht. Es gibt einfach in unseren Geschichtsbüchern kaum was über Frauen. Das ist, die Geschichte ist männlich und langweilig und das muss geändert werden. Und zum Thema Vertrauen habe ich natürlich auch ein Patientrezept. Einfach mal nicht mehr lügen. Brexit wurde manipuliert auf der Basis von Lügen. Das waren einfach Lügen. Dieser Bus mit dem Geld, das zurückkommt, das war ein Lügen, was kam am nächsten Tag passiert. Diese Politiker, die gelogen haben, sind davongelaufen, sind dann Berater geworden, die dann Millionen Pfund Honorare bekommen haben. Das passiert überall in Europa. Die lügen überall. Die haben Glück in Deutschland. Sie haben ja keine Politiker, die lügen, vielleicht außer die mit Ausnahme der AfDler. Aber und unsere Politiker, also in der dritten Welt war es ja so, als Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde, dann sah man all diese Artikel, dass die Leute dann gesprochen haben, er ist der erste afrikanische Präsident, weil er sich afrikanisch, er ist der erste lateinamerikanische Präsident, weil er sich wie ein korrupter Mensch und so weiter. Das heißt, wir brauchen glaubwürdige Politiker in der EU. Macht die EU-Kommission nicht sozusagen zum Lager für auf der nationalen Ebene gescheiterte Politiker, sondern schickt Leute nach Europa, die Intervention machen können auf der nationalen und internationalen Ebene. Timmermans und so, wir haben ein paar gute Kommissare, ja, aber wir brauchen bessere. Die Besten gehen immer weg. Christina Georgieva ist raus aus der Kommission, arbeitet jetzt für die Weltbank. Man kann Vertrauen aufbauen, indem man zeigt, dass Politiker authentisch sind, glaubwürdig sind, ehrlich sind. Und nochmal zu den europäischen Wahlen 2019. Das ist die Gelegenheit, die richtigen Politiker aufzustellen. Ist das nicht genau das Argument, mit dem Trump und Brexit gewonnen hat? Die sagen genau das Gleiche oder haben genau das Gleiche gesagt, was sie sagen über diese Mainstream-Politiker. Dass wir einfach aufhören sollten zu lügen. So sieht sich Trump, so sieht der Brexit sich als eine Alternative zu den lügenden Mainstream-Politikern.
Ja, aber Sie machen das mit Medien, die auf Ihrer Seite waren, Breitbart und in Großbritannien, die das gekauft haben, diese Stories. Auch die, ich bin Journalistin, ich bin ehemalige Journalistin, also die Medien haben auch ihre Verantwortung über Bord geschmissen. Aber die wirklichen Lügen kommen von den Populisten. Wir haben ein Vertrauensdefizit, generell in der politischen Welt. Ja, aber was die sagen, wird nicht hinterfragt. Wir hinterfragen nicht die Populisten. Gerd Wilders wurde niemals von den niederländischen Medien hinterfragt worden. Marine Le Pen auch nicht und so weiter. Diese Leute werden doch nicht von Gott geschaffen. Die kommen doch nicht aus dem Nichts. Das sind die, das ist einfach die, das Ergebnis von Fragen, die über Jahrzehnte nicht beantwortet sind. Und dann kommen die plötzlich daher, aus dem Busch gesprungen und sagen, wir haben die Antworten. Ja, was haben sie denn für Antworten? Und dann sollen wir die Leute auch mal fragen, was wollt ihr denn machen? Und dann zeigt man, wo das Problem ist. Jetzt müssen wir Fragen sammeln. Diese eine war ein bisschen zu lang. Und Sie waren der Erste. Und, The gentleman. Vielleicht als Vorschlag und Frage, wie wäre es denn dieser Kompromiss, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, in dem beschlossene Sachen, gemeinsam beschlossene Sachen, dass man darin erlaubt, dass einige Länder ein bisschen schneller vorgehen in dem Beschlossenen und die anderen langsamer gehen. Aber wichtig wäre aber trotzdem, dass nicht bestimmte Länder alleine irgendwas anfangen können, ohne Zustimmung der anderen. Weil dann haben wir zum Beispiel ein neues Bombardement von Libyen oder von Syrien oder von Iran morgen durch ein paar Länder, die alleine entscheiden, wir sind weiter als die anderen, wir können schon mal anfangen und wenn ihr dagegen seid, ihr müsst ja nicht. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch im wirtschaftlichen Bereich, wenn ein paar Länder vorpreschen, ohne die Zustimmung der anderen, ist das auf jeden Fall falsch. Also ja. Das heißt, die Kontrolle erlauben, aber Kontrolle durch alle. Gut. Schon ein Vorschlag, institutioneller Vorschlag. Sehr gut, danke. Die Dame da, genau. Zur Erziehung ist ja eine Menge gesagt schon und ich würde eigentlich darauf gerne nur verweisen, dass wir seit über 12 Jahren hier ein europäisches Geschichtsbuch haben, was verwendet werden kann, dass wir Schulbuchkommissionen haben, die, finde ich, gute Arbeit geleistet haben zur Überwindung der Vorurteile Frankreich, Deutschland, Polen, Tschechien, weiß ich nicht genau, ob es da auch so eine Kommission gibt, aber die arbeiten, glaube ich, denn ich glaube, im Hintergrund für Populisten ist das immer der Bodensatz, auf den man sich bezieht, wir müssen die Deutschen mit ihren alten Dominanzgeschichten abwehren. Also da, glaube ich, könnte man mehr machen und eigentlich hat jeder Abiturient auch mindestens ein Semester Europa gelernt mit allem und ein Semester, ich sage es jetzt mal, früher hieß das Dritte Welt, also Globalisierung und alles. Aber ich glaube, die wissen meistens mehr in dem Alter dann als die Leute, die paar zig Jahre älter sind. Aber zum Letzten würde ich gerne anfügen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, Pro Asyl und Ärzte ohne Grenzen, die ich immer unterstütze, die arbeiten nicht mehr mit der EU zusammen. Das heißt, sie nehmen keine Gelder. Das heißt, wir müssen auf uns Spender dann rekurrieren, weil sie sagen, die EU macht so eine schlechte Flüchtlingspolitik. Mit denen können wir nicht mehr zusammengehen. Und das fände ich schade. Und deswegen würde ich mich in dem Punkt gerne dem Vorredner anschließen, sagen, von den Grünen oder von einigen Ländern, die irgendwie wirklich sagen, wir geben mal ein positives Beispiel, dann lassen wir doch Deutschland und die Niederlande und Schweden und einige vorangehen, die sagen, wir nehmen so und so viel Flüchtlinge oder wir machen wirklich ein positives Beispiel. Das kann ja nicht, ist nicht der Krieg, der dann als Beispiel verfolgt werden soll, sondern die Flüchtlingsaufnahme. Das wäre, finde ich, sehr weiterführend. Ja, ja, ein weiterer konkreter Vorschlag. Vielen Dank. So, jetzt kommen die ganzen Fragen, die vorher gefehlt haben. Oh Gott. Sie waren als Nächste. Ich habe Sie gesehen. Sie kommen auch dran. Thank you. I was struck at Shada Islam, Sie beschreiben die europäische Geschichte in ihrer ganzen Vielfalt.
Und sie betonen ihre Liebe für Europa. Gleichzeitig reden wir über Europa im Kontext von Prozederen und Institutionen und beklagen, dass wir Ziele haben, die wir nicht mutig genug verfolgt haben. Wir reden immer nur über die Tools, heißt es. Insofern würde ich gerne wissen von den Panelists, wie würden Sie die europäische Geschichte schreiben, so dass diese wirklich interessant ist? Ich meine wirklich nicht eine nationale Geschichte, ich meine eine europäische Geschichte. Wer wären Ihre Heldinnen und Helden? Eine Schlussrunde hier, weil sonst schaffen wir das nicht. Okay, vier Fragen. Frau Schleier, dann und dann die beiden Herren dort und den Herren hier in der dritten Reihe. Also wir feiern diese Woche den 60. Jahrestag der römischen Verträge und gleichzeitig kommt der Brexit-Antrag. Das ist ja eine verdammt schwierige Situation. Brexit heißt Lose-Lose-Situation, was wir in Europa so bisher nicht kannten. Und damit man da nicht in eine tatsächliche Depression verfällt, muss man ja sagen, aha, wir werden jetzt Kräfte wieder bündeln als EU27, um vorwärts zu gehen, um das aufzunehmen, dass manche Leute sagen, es wird zu wenig geliefert, es wird zu spät geliefert. Wir nehmen nicht die richtigen Themen auf. Wir müssen schneller werden und müssen mehr Demokratie auch wagen in Europa. Also was ist darauf die richtige Antwort? Und das Weißbuch stellt natürlich mehr Fragen. Es macht Vorschläge, aber es ist ja auch in dem Sinne jetzt nicht so ein genaues institutionelles Konzept. Und wir werden ja auch merken, dass auch unter den verschiedenen Szenarien ganz unterschiedliche Vorstellungen da sind. Ska hat das eben deutlich gemacht, unter dem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten versteht Frau Merkel die Unionsmethode, intergouvernementale Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern. Während natürlich Ska, und das würde ich auch machen, dafür plädiert zu sagen, wir haben die Unionsmethode und darunter, unter der Unionsmethode, können wir bei ganz vielen Feldern, wo auch die Kompetenz auf der europäischen Ebene liegt, mehr zusammenarbeiten. Und ansonsten muss man auch sagen, wir haben einen guten Vertrag, wir haben eigentlich eine gute Grundlage. Insofern ist auch eins nicht, das hört sich immer so an, weiter so, hört sich so negativ an, aber man muss das ja kombinieren auch mit bestimmten Sachen. Nur müssen wir dann gucken, auch wo es vielleicht dann der Vertrag nicht reicht, meinetwegen europäische Arbeitslosenversicherung, Und das dann wollen ergänzen. Wir das vielleicht mal in Angriff nehmen, sodass man vielleicht dann auch ja, so eine Weiterentwicklung nicht von vornherein ausschließen soll. Also insofern ist ja auch viel Fantasie für die Kombination der einzelnen von verschiedenen Ideen und Modellen. Optionen interessant. Gegeben. Guter Vorschlag. So, wir haben einen jungen Mann da mit der Krawatte. Sorry, das ist einer der wenigen, deswegen identifizierbar. Ja, danke für den Hinweis. Nichts gegen Krawatten. Das ist schön. Vielen Dank. Wenn es geht, die letzten drei Fragenden bitte kurz fassen, weil sonst schaffen wir es nicht mit der Zeit. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich habe das Weißbuch nicht gelesen, muss ich vorweg sagen. Da muss ich mich gleich outen. Aber ich würde im Hinblick auf die vorgeschlagenen Änderungen mal gerne fragen, und zwar unabhängig von der Frage, ob man nun die institutionellen Fragen in den Mittelpunkt stellt oder eben die, ich sag mal, politisch-inhaltlichen Fragen, in welche Richtung es gehen soll. Wie soll denn überhaupt ein Verfahren aussehen, diese Änderungen umzusetzen, also sie überhaupt anzustarten? Damit meine ich, ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie ohne eine Neugründung der Europäischen Union überhaupt eine merkliche Veränderung umgesetzt werden kann. Und zwar gerade im Hinblick auf den Acquis Communautaire frage ich mich, wie kann, weil ein Problem sehe ich darin, dass die Kontrolldichte sowohl der Tätigkeit der Kommission als auch des EuGH meines Erachtens viel zu weitgehend ist, dass man da irgendwo neu ansetzt, weiß ich nicht, wie man das schaffen soll, wenn man nicht irgendwo neu anfängt. Verstanden. Also Neuanfang ist der einzige Weg. Dann der Kollege mit dem Laptop. Sie sind auch einer der wenigen, deswegen auch. I think that there are two groups. Da gibt es zwei Gruppen, die sich europäisch fühlen. Das sind die Gangster, die irgendwo geboren werden, rumreisen, die irgendwo anfangen und irgendwo arbeiten.
Aber wie kriegt man diese Leute an Bord? Sie wählen nicht und sie haben in manchen Ländern auch nicht mal das Recht zu wählen, wenn sie nicht in ihrem eigenen Land sind. Griechenland zum Beispiel. Und wie sieht es aus mit den Flüchtlingen? Sie wollen nach Europa kommen. Und wir haben nicht die Mittel, keine adäquaten Mittel, um diesen Traum von Europa, den sie träumen, für sie Wahrheit werden zu lassen. Die Frage ist, wie können wir diese Gruppen an Bord bekommen, wenn wir über Europa sprechen? Das ist schwierig. Denn wie gesagt, sie wählen nicht, sie haben kein Wahlrecht. Man in Europa eine einheitliche Ressourcenpolitik und Energiepolitik betreibt. Und zweitens sollte man in Europa die Beschäftigungspolitik betreiben, also Arbeitslosenabbau, einheitlich das behandeln. Danke, auch ganz konkret, vielen Dank für die zwei konkreten Hinweise. So, damit kommen wir auf das Podium zurück und jeder, der sich oder die sich angesprochen fühlt, kann sozusagen reagieren. Es gab hier eine Frage nach, sozusagen, wie wir Europa in den Lehrbüchern erklären würden. Wer sind die Helden? Ja? Was sind die Heldenreisen, die berühmten? Wahrscheinlich nach einem Narrativ, nach einer europäischen Erzählung. Ja? Es gab eine Frage sozusagen zum Verfahren. Ja, ist es nicht einfacher, jetzt einfach alles vom Neuen anzufangen? Die Frage nach Empowerment von denjenigen Gruppen, die leidenschaftlichsten Europäer, zumindest wird so dargestellt, die jungen Leute und die Flüchtlinge, die ja jetzt eigentlich nicht partizipieren können. Und dann vielleicht noch kurz zur einheitlichen Energiepolitik und Beschäftigungspolitik. Das fand ich auch ganz gut, sozusagen als ganz konkreter Felder. Und wie realistisch ist das, dass wir da gemeinsam arbeiten können? So, jetzt sind Sie dran, seid ihr dran. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit Shada anfangen. Right, thank you. Wer sind meine Helden und Heldinnen? Ich habe keine Helden und Heldinnen. Es ist die Idee. Ich bin in Südasien geboren. Pakistan und Indien sind meine Heimat. Und das sind zwei Staaten, die immer miteinander im Krieg sind. Kalter Krieg, warmer Krieg, permanenter Krieg. Und da ich das selbst erlebt habe, was es bedeutet, permanenten Krieg zu haben, merke ich auch, welche Stärke in der Versöhnung hier liegt. Ich reise viel und manche Leute machen sich lustig und schauen dann Nachrichten und sagen, ja, da gibt es jede Menge Schwächen in der EU. Aber ich sage, ich bewundere nach wie vor das, was Europa inspiriert. Das ist eine enorme Kraft, eine enorme Stärke und sehr viel Glaubwürdigkeit. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich glaube, die Idee Europas, das ist das, was ich als Helden oder Heldin bezeichnen würde. Wir sind tausende von Meilen entfernt von Aleppo und wir sehen die Flüchtlinge hierher kommen. Wir sollten nicht selbstzufrieden sein. Ich sehe diese Idee von Europa als das Zentrale an und ich werde sie bewundern, bis ich sterbe. Neuanfang anstatt Reform. Die Welt ändert sich drastisch schnell. Wir haben nicht die Zeit, ganz von vorne anzufangen. Wir haben neue Sicherheitsbedrohungen und wir haben die alten noch dazu. Es tut mir leid, uns fehlt die Zeit, einfach ganz und gar neu anzufangen. Das heißt, eine Umstrukturierung, eine Reform, das geht, aber alles wegmachen und neu beginnen haut nicht hin. Und dann stimme ich Ihnen zu, der Sie gesagt haben, es sind die jungen Menschen, die heute vor allen Dingen an Europa glauben und auch die Flüchtlinge. Klar, das sind die Stakeholder, an die wir uns bisher noch gar nicht gewandt haben. Die jungen Europäer
und Europäerinnen, aber erreichten wir mit neuen Methoden das Internet zum Beispiel? Ich weiß gar nicht, warum wir das Internet bei Wahlen zum Beispiel nicht verwenden können. Das ist das 21. Jahrhundert, meine Güte. Und auch die Minderheiten müssen wir darüber erreichen. Das ist ein ganz wichtiges Tool der Integration. Beginnen wir vielleicht auf der lokalen Ebene und bauen es dann aus über die anderen Ebenen. Das sind die Ideen, die ich wirklich sehr inspirierend finde. Und die Leute sprechen ja auch genau darüber. In den Schulen, an den Universitäten, überall in Europa geht es genau darum. Vor 6 Monaten, wie Andrew heute Morgen gesagt hat, gähnten die Leute, wenn man irgendwie Europa erwähnt hat. Und jetzt finden sie es alle spannend. Das heißt, der Brexit und, ich sage das nicht gern, aber Trump, die haben uns aufgeweckt. Wir haben geschlafen, wir haben geträumt, wir waren selbstzufrieden. Wir dachten, alles ist fertig. Also danke für diesen Weckruf. Ja, danke Shada Islam. Schön, dass Sie hier sind. André. Ich würde gerne noch mal auf 2 oder 3 der Fragen zurückkommen. Die Helden, die Lehrbücher. Ich glaube, wir haben nicht wirklich ein Lehrbuch über europäische Geschichte in Europa. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht gut. Da gibt es das Beispiel dieses französisch-deutschen Schulbuchs. Und es gibt auch ein deutsch-polnisches Komitee. Es gibt auch einen deutsch-tschechischen Ausschuss. Und die Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Man macht durchaus angenehme Erfahrungen. Man konstatiert das als durchaus erfolgreich, aber nicht durchgängig. Und ich glaube, bevor wir zu Büchern kommen, die ja manchmal gesehen werden als ein Ansatz, der von oben nach unten geht und wahrgenommen wird als etwas, was einer aufgezwungenen Erzählung gleicht, sollten wir doch an der unteren Ebene beginnen. An den Schulen. Ich meine, in Deutschland sind die Kinder gezwungen, an den Schulen sich auseinanderzusetzen. Die Flüchtlinge kommen an die Schulen und dann muss man sich damit auseinandersetzen. In anderen Ländern, vor allen Dingen in Zentral- und Osteuropa, gibt es aber enorm homogene Gesellschaften und man trifft ganz selten Roma oder Sinti dort, obwohl es eine sehr große Roma-Bevölkerung gibt. Und nach wie vor gibt es Sonderschulen für diese Gruppe im 21. Jahrhundert. Auch da ändert sich was, ja, aber das ändert sich langsam, sehr langsam. Das heißt, die Zivilgesellschaft und die politischen Parteien sollten die Schulen zwingen, sich zu öffnen und Teil der Welt zu werden, die sie umgibt. Und die Helden und Heldinnen, das sollten diejenigen sein, die für die Kinder verständlich reden. Davon gibt es jede Menge in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft. Es gibt die Grenzgänger, es gibt die Leute, die wirklich eine Vielzahl von Identitäten und Kulturen repräsentieren. Und das ist das Einzigartige an Europa und an der europäischen Integration. Sie wird gezeigt, sie wird gelebt und das müssen wir auch an den Schulen vermitteln. Du bist sehr spannend. Ska. Yep. Warum gehen wir nicht weiter bei den Flüchtlingen? Dieses Beispiel hatte ich anfangs schon erwähnt. Ich glaube, da würde es total Sinn machen. Und es könnte ein einzelnes Mitgliedsland sagen, wir gehen jetzt weiter, wir nehmen jetzt mehr Flüchtlinge auf, über ein Resettlement-Programm, über humanitäre Visa, was auch immer. Es könnten sich 2 zusammentun, es könnten sich 3 zusammentun, es könnten 3 oder 4 sagen, pass auf, die 160.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien, wir nehmen sie einfach bei uns, wir warten nicht auf Polen und auf Tschechien und Ungarn, wir machen es einfach selber. Passiert aber nicht. Deswegen stelle ich mir die Frage, wohin soll es denn gehen mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Weil da, wo es absolut möglich ist, sagen wir mal aus im guten Bereich, es passiert halt nie. Und da stimmt mich nicht gerade optimistisch für diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. And then there was the question about how to write the European history. Of course, being green, I don't like the hero stuff. So ich mag natürlich das nicht so, wenn it would helfen, wenn wir wissen, welche Geschichte die anderen Länder haben. Also, wie die Deutschen, welche Könige sie hatten und was da und hier und wo man Grenzen hatten oder keine Grenzen hatten und wo man sich von hier und da auf welche Grenze auch immer bewegt hat. Aber wäre halt interessanter gewesen zu wissen, wie sich das in ganz Europa entwickelt hat. Das wäre viel hilfreicher gewesen. Ich habe zum Beispiel nie über das Ottomanenreich gehört. In meiner Grundschule oder meiner Schulzeit.
hätte ich mal lieber gehört. Das ist vollständig nicht im Geschichtscurriculum drin. Die nächste Frage, genau, also gut, Michaela, wir haben ja das Glück, hier auch noch die allerbeste Kommissarin, die es je in der Europäischen Union gegeben hat, da zu haben. Und ich kann Ihnen nur zustimmen, ich glaube, auf Grundlage der bereits existierenden Verträge kann man eine ganze Menge machen. Wir haben uns das auch mal im Euro-Bereich angeguckt. Wie retten wir den Euro? Da geht ganz, ganz viel jetzt schon auf Grundlage dieser Verträge. Da muss man nicht immer alles ganz groß neu erfinden. Man kann jetzt richtig viel machen und dann aber auch gucken, okay, langfristig, wo soll es hingehen, wo muss man auch Sachen dann irgendwann in den Verträgen ändern. Aber man muss nicht erst die ganz große Revolution machen, um jetzt ganz konkret Sachen besser machen zu können. Und da bin ich dann beim Verfahren. Also gut, wir wissen noch nicht, wohin es geht, noch nicht mit welchem, also Hamburg oder München noch nicht entschieden, wir wissen aber nicht, ob Zug oder mit Fahrrad, und jetzt sollen wir noch über das Verfahren reden, also ob wir lieber das blaue Fahrrad oder das rote Fahrrad haben wollen, weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich davon abraten zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt erst den krassen Neustart. Also mich regt das immer so ein bisschen auf, wenn die Leute, wenn es von Leuten heißt, ganz auch auf der linkeren Seite des Spektrums, ja, die EU jetzt gerade ist Mist, ne, ist neoliberal und so, also die Idee finden wir ja gut, deswegen müssen wir jetzt weg mit der jetzt existierenden Europäischen Union und dann bauen wir eine neue und die wird dann richtig toll. Also ich weiß nicht, ob sich dann bis dahin die politischen Mehrheiten geändert haben, weil darum geht es doch, die politischen Mehrheiten. Deswegen bin ich auch ganz bei Schachter, wenn du sagst, die Wahlen sind entscheidend, ne? Wenn wir Mehrheiten haben, die zum Beispiel ganz okay sind mit der Austeritätspolitik und die ganz okay sind mit der Abschiebe- und Abschottungspolitik, ja, dann wird sich auch nichts ändern. Es ist eine Frage der politischen Mehrheiten, verdammt nochmal. Und da muss man rangehen und nicht denken, wir machen jetzt die Institutionen erstmal tot und dann gibt es neue und dann wird es irgendwie toll werden, weil ne, Wahlen ändern was, glaube ich. And then Nikos, about the young people, of course I agree, but I also think that that ja, mehr Leute erkennen, Nikos, dass man da was tun muss. Ja, Brexit zum Beispiel. Ich habe selbst gedacht, so schlecht wird es ja nicht. Wir sind alle abends schlafen gegangen und nächsten Morgen sind wir dann ein wenig schockiert aufgewachsen. Und bei Trump habe ich auch gedacht, wird schon nicht so schlimm sein. Und es war dann doch schlimm. Und damit die Sachen zumindest okay sind, muss man was machen. Zumindest vielleicht mal seinen Stimmzettel einwerfen. Oder auf die Straße, Demo, zum lokalen Geflüchteten Willkommen-Team gehen und so weiter. Ja, viele Leute kennen das jetzt, einschließlich meiner Wenigkeit. In den Niederlanden, da war ja auch die Wahlbeteiligung, ich glaube, das war eine sehr hohe, wahrscheinlich sogar die höchste. Und jetzt erkennen die Leute offensichtlich, dass man was machen muss. Aber ich hoffe, dass die Leute jetzt durch die niederländischen Wahlen nicht wieder zurückkommen auf die Spur, okay, ist schon alles okay, wir müssen nichts machen. Und auch was die Geflüchteten angeht, wir haben die besten Sachen außerhalb der EU in der Ukraine. Wenn die Leute dann sehen, hier in der Ukraine gehen die Leute auf die Straße und demonstrieren für Europa, und dann sehen wir erst, Europa. Und das ist ein Geist, den wir sozusagen ernten müssen und nützen müssen für uns. Ja, aber natürlich, wo man lebt, sollte man auch wählen können. Das ist natürlich eine Grundregel, die sollte man auch umsetzen. Nicht auch europäisch ist auf jeden Fall. Ne? Wir sehen das ja in der Atomdebatte. Ne? Wenn man halt ein Atomkraftwerk an der Grenze hat und aus irgendeinem Grund werden die immer an der Grenze gebaut, dann betrifft es halt auch die Nachbarn und ja nicht nur die Nachbarn an sich, so eine Atomwolke, die geht ja richtig weiter. Oder wenn wir jetzt über den Klimawandel reden, dann macht es einen riesengroßen Unterschied. Kann ich nicht sagen, ja gut, ob die Nachbarn jetzt Kohle verbrennen oder wir selber, ist erstmal egal, weil hier ist die Grenze. Nein, also der Klimawandel hört ja nicht an der Grenze auf. Flussverschmutzung, Wasserverschmutzung hört nicht an der Grenze auf. Luftverschmutzung nicht, Waldsterben nicht. Also man muss, da denke ich schon, da braucht es zumindest eine gemeinsame Richtung. Und bei der Frage von der Sozialpolitik,
glaube ich, ist das auch eine total wichtige Sache. Und ich will überhaupt nicht, dass wir jedes bisschen überall runterregulieren. Aber es ist ja auch klar, dass wenn wir eine gemeinsame Währungsunion haben, dann können wir uns doch nicht der Illusion hingeben, dass wir eine Währung haben, eine gemeinsame Währung, aber innerhalb der Währung sind wir alle in Konkurrenz miteinander und alle gucken, wer hat die billigsten Löhne und so. Das kann nicht gut gehen. Und die Europäische Union, wenn es ein Versprechen der Prosperity, des Wohlstandes gibt, ja, wer hat den Wohlstand oder nicht? Das sind doch die Menschen in Europa. Und das hat viel mit Sozialpolitik zu tun, mit Arbeitsmarktpolitik zu tun, mit Austeritätspolitik jetzt gerade. Deswegen glaube ich schon, wie gesagt, ohne dass man alles regulieren muss auf der europäischen Ebene, aber dass wir da more serious werden müssen, wenn es um die Frage der Richtung geht, wenn es um die Frage geht, was müssen wir hier machen, auch auf der nationalen, regionalen, lokalen Ebene, damit wir auf der europäischen Ebene eine funktionierende Sache hinbekommen. Toll, vielen Dank, Ska Keller. Ja, herzlichen Dank für diese Diskussion. Danke auch an Sie alle. Eine Sache nehme ich zurück, die ich vorher zu Beginn behauptet habe, dass dieses Weißbuch so langweilig ist. Ich glaube, diese Diskussion hat gezeigt, dass das eine Grundlage für ganz spannende, interessante Diskussionen sind. Und wir haben damit jetzt den Beginn gemacht. Jetzt geht es weiter bis zur Europawahl hoffentlich. Alles Gute und bis morgen, diejenigen, die beim Fachgespräch sind. Ansonsten einen schönen Abend wünsche ich euch und danke euch allen hier auf dem Bildschirm.